Herzlich willkommen zum Webinar von Swiss Ice Hockey. Ich begrüße alle Goalie-Trainer, Fans, Goalie-Spieler, was immer auch von den Zuschauern da ist, herzlich zu dieser ganz speziellen Stunde. Vorweg, unser Thema ist natürlich den Weg in die Spitze. Ihr habt sicher schon mitbekommen, wir haben einen sehr prominenten Gast bei uns. Das sind die Stichworte, die wir uns vorgenommen haben, für maximal eine Stunde mit euch zu verbringen. Mein Name ist Markus Graf, ich bin für die Ausbildung verantwortlich. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, in einem Bereich hier mit zu moderieren. Keine Angst, ich werde keine Goalie-Antworten geben, aber doch vielleicht die eine oder andere Frage stellen an unsere verschiedenen Spezialisten. Vorab aber vielleicht zum Handling. Ihr habt oben rechts die Einstellungen. Dort könnt ihr und vor allem für die Freunde aus der Romandie sprachliche Einstellungen machen im Sinne einer Simultanübersetzung Französisch und Englisch. Darum auch in Respekt zu allen fremdsprachigen Teilnehmern sprechen wir Hochdeutsch. Ganz wichtig auch, ihr findet diesen Button Question Answer. Ich möchte alle motivieren, sich hier einzubringen. Die Gelegenheit, unseren Spezialisten Fragen zu stellen, soll da sein. Wir werden das schriftlich aufnehmen und ich werde die Fragen nachher in der Moderation einfließen lassen. Also jederzeit frei über diesen Button hier Fragen zu stellen an einer der Referenten. Ja, wer sind die Referenten? Einmal ein Nationaltorhüter, heute Instructor Coach, hochgeschätzt Thomas Bäumle, verantwortlich für die Ausbildung von Swiss Ice Hockey, der Torhüter grundsätzlich und letzten Endes auch Kollege oder Teamcoach der Nationalmannschaft von, ihr wisst es, Leonardo Cennoni. Herzlich willkommen, Leo, und es freut mich natürlich riesig, dass du bei uns dabei bist. Ich glaube, aufzählen müssen wir nicht mehr viel und vorstellen schon gar nicht. Aber natürlich fantastisch, wenn du da bist mit uns und ein bisschen aus deinen Erfahrungen plauderst und unseren Goalies und Goalie-Trainer etwas auf den Weg mitgeben kannst. Wie ist das für dich so in dieser Form, neues Format? Ja, hallo Markus zuerst einmal, hallo Thomas auch. Es ist eine Ehre, hier teilzunehmen. Es ist etwas ganz Neues, ich habe es noch nie gemacht, aber ich freue mich natürlich, einige Tipps und Erfahrungen auch weiterzugeben und hoffe, dass ich auch viel Freude und Sachen mitgeben kann, die für die Zukunft der Schweizer Goalies oder der Goalies überhaupt von Nutzen sein können. Da bin ich überzeugt. Ich freue mich sehr, dass du da Bereitschaft gezeigt hast. Wenn ich ein bisschen einführen möchte, dann vielleicht mal grundsätzlich, wo stehen wir? Und da wird Thomas sicher auch das Wort nehmen können. Wenn ich einmal kurz den Überblick zeige mit Swiss Ice Hockey, Swiss Made Hockey, diese Identität haben wir definiert und natürlich auch unsere besten Testimonials dort niedergeschrieben. Vielleicht auch Frage an dich, Leo, Türöffner, David Abischer, er war der Erste, der die NHL gewagt hat und auch Spiele gemacht hat. Hat das dich beeinflusst? War das noch irgendwie von dir zur Kenntnis genommen worden? Wie hast du das erlebt mit David Abischer? Ja, auf alle Fälle. Er war der erste große Star, eigentlich der Torhüter, die sich dann in Übersee etablieren konnten. Und es war schon sehr, sehr eindrücklich zu sehen, was er für eine Karriere gemacht hat. Denkst du, das hat auch das Schweizer Goaltending-Wesen beeinflussen können in einer Form? Absolut. Also wenn ich sehe, wie er dort sich durchgebissen hat und gezeigt hat, dass vieles möglich ist zu einer Zeit, dass es nicht gerade einfach war, in die NHL zu wechseln, glaube ich schon, dass er auch viele junge Torhüter motiviert hat und auch so eine Zeit geprägt hat, wo doch einige starke Torhüter aus der Schweiz dann auch international oder auch national überzeugen konnten.
Gut, also ich nehme mal mit für alle Mut und dieses Biss, etwas dieses Ziel, große Ziele zu erreichen, das hat er vorgelebt. Wenn ich Martin Gerber einblende, ich möchte nicht den ganzen Text lesen lassen, aber dieser Mr. 50%, wie wir alle mal gelernt haben oder gehört haben. Nun, Leo, ist der Goalie 50% oder mehr? Wie stehst du dazu? Ja, er ist sicher eine wichtige Person in der Mannschaft, aber nichtsdestotrotz ist er nur ein Teil der Mannschaft. Ich habe selten einen Torhüter oder noch keinen Torhüter gesehen, der regelmäßig Tore schießt. Und daher wird es auch nicht ganz einfach für einen Torhüter, das Spiel selbst zu gewinnen. Also ich glaube, es ist ein Teil, er ist ein Teil eines Systems. Und vor allem ist er auch derjenige Mann oder Frau, die den Fehler am Schluss noch ausbügeln können und somit dem Team auch helfen können, offensiv Sachen zu kreieren, defensiv vielleicht manchmal etwas zu riskieren. Und daher ist er schon eine wichtige Person, aber ob er gerade 50% ist, vielleicht im Fall von Martin Gerber auf alle Fälle, ja. Ja gut, Leo, jetzt provoziere ich dich fast. Ich habe mal den Satz gelernt, der Torhüter, geht um Nationalmannschaft, ist 75%. Außer er ist schlecht, dann ist er 100. Ja, aber das ist auch der Reiz. Das ist der Reiz dieser Position. Okay. Das Spiel auf beide Seiten kippen zu können. Natürlich mit dem Willen verbunden, alles Mögliche zu tun, um der Mannschaft zu helfen, um ein Spiel oder eine Meisterschaft oder ein Turnier zu gewinnen auch. Vielleicht auch Frage an Thomas. Du kennst jetzt die Spitze, kennst aber auch den Nachwuchs. Hat die Bedeutung zugenommen? Einerseits und vielleicht die Nachfolgefrage natürlich ganz groß und schwierig. Wo stehen wir in der Goalie-Hierarchie oder Goalie-Entwicklung von guten Goaltenders? Ja, ich glaube, wir haben jetzt sicher mit Leonardo und andere Torhüter die Spitze, die ist gegeben im Moment. Aber es kommen junge Torhüter, die bekommen auch ihre Chancen jetzt in verschiedenen National League Teams. Wie auch einmal Leonardo begonnen hat mit 18, 19 Jahren in Davos. Und natürlich, so ein Palmarès wie Leonardo hat, das werden wir dann anschließend hören, oder sehen, dass ja, das muss man zuerst einmal nachmachen oder ja, überhaupt einmal machen. Ja. Mm. Danke. Ja, vielleicht der letzte in Swiss Made Hockey Dokumentation. Jonas Hiller natürlich auch eine fantastische Karriere. Frage an dich, Leo: Beeinflusst das auch noch dein Spiel, wenn du das Gegenüber siehst in einem Spiel? Challenged ihr euch gegenseitig? Diskutiert ihr euch als Gegner auch das Technische oder das Goaltending grundsätzlich? Was darf ich mich da vorstellen unter Gegner, aber auch Freunden? Ja gut, das Beispiel mit Jonas ist schon ein wenig speziell, weil ich doch, ich zusammen mit Reto Berra dann sein Nachfolger war beim HC Davos, und er war dann noch einige Sommertrainings dort und hat uns begleitet im Training auch. Ich habe ihn auch privat kennengelernt, und ich muss sagen, wenn ich einem anderen Torhüter gegenüberstehe auf dem Eis in einem Spiel, dann leide ich ein wenig mit ihm. Ich feiere ihn, wenn er eine gute Abwehr macht, wenn er ein Gegentor erhält. Vielleicht kritisiere ich ihn auch ein bisschen. Ich schaue mir sehr gerne zu, den anderen Torhütern auch, weil es verschiedene Stile gibt. Jetzt zum Beispiel mit Jonas, er hat völlig anders gespielt als ich, hat auch noch einige Schritte vorwärts gemacht, als er nach Amerika gewechselt ist. Und das ist das, was ich am meisten bewundert habe an ihm. Dass er hat in der Schweiz schon sehr gut gespielt, hat dann nach Amerika gewechselt und hat dort dann nochmals 2, 3, 4 Schritte vorwärts gemacht, die es wirklich auch gebraucht hat, um sich in dieser Liga zu etablieren. Und das von dem her ist er ein absolutes Vorbild, dass man sieht, dass er weiterhin auch besser werden wollte und auch besser wurde auch. Ich habe etwas ganz Spannendes gehört. Ich frage nochmal nach.
Du sagst also, du, oder Frage natürlich, entwickelst dein Spiel auch in der Reflexion des Verhaltens des gegnerischen Torhüters. Ist das möglich? Ich hinterfrage mich selbst, wie ich in gewissen Situationen reagiert hätte, hätte ich etwas anderes gemacht. Es ist natürlich einfacher, oder wenn danach ein Unterbruch ist und eine Szene nochmals im Replay auf dem Videowürfel gezeigt wird. Aber es ist schon so, dass ich aktiv mit dem Spiel mitgehe und daher auch einige Szenen ja, versuche auch mitzunehmen. Sei es für mich selbst oder auch für meine Mitspieler, wenn sie in der Pause oder nach dem Spiel oder zwei Tage später zu mir kommen und fragen, was sie dort besser hätten machen können. Also es ist ein kleines Zeitfenster, das mir erlaubt, dann doch ja auch dort zu lernen. Ja. Ich gebe die Frage noch an dich weiter, Thomas. Mirroring vom gegnerischen Torhüter, ist das irgendwie ein Thema in der Ausbildung oder sogar eine neue Chance? Entschuldigung, kannst du es mal wiederholen? Wenn ich sage Mirroring vom gegnerischen Torhüter, ja. Dieses Überlegen, wie er handelt, was er gut oder schlecht gemacht hat, wie hätte ich reagiert, das ist doch wie ein Selbstcoaching am gegnerischen Torhüter, kann man sagen. Ist das ein Thema, oder? Ja, ganz genau. Ich denke, die Jungen vor allem, die schauen die großen Torhüter an. Natürlich jetzt im Video natürlich und auch während den Turnieren, sei es in der U15, schauen sie die anderen Torhüter an, diskutieren miteinander und ja, kommen dann auch zum Trainer und sagen, wie sie ihn sehen und warum macht er jetzt das, können wir das auch durchnehmen und ja, sind sehr interessiert in diesem Beispiel, ja, wo man eben auch Techniken erlernen kann. Ja, ganz spannend, danke. Wir haben jetzt von Bildungsmöglichkeiten oder Weiterbildungsmöglichkeiten ja schon gesprochen. Vielleicht hier ein kleiner Exkurs auch in diese Überlegungen. Wie können wir uns verbessern, wir alle zusammen? Und da sind wir natürlich auch mit diesem neuen Bildungs- oder Ausbildungsangebot an Erfahrungen reicher mit euch. Ich bin sehr gespannt auch auf eure Feedbacks. Learning by doing ist eine Sache, aber natürlich auch das individuelle Lernen oder die haben wir schon gehört jetzt vom Goalie in seiner speziellen Position. Aber auch diese Technologien nützen, da sehe ich auch ein Potenzial. Mit Corona hat uns das aufgezwungen, nach Corona vielleicht eine Chance. Wie siehst du das, Thomas? Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch durch Corona zum Beispiel Webinars gemacht mit U15-Torhütern, anstatt, ja, wir wären sicher lieber aufs Eis gegangen, konnten nicht, haben sie zusammengenommen, wir haben über Persönlichkeit gesprochen, wir haben Torhüter wie ein Reto Berra eingeladen, ein Gilles Senn, wir probierten trotzdem irgendwie, das Learning weiterzubringen auf eine andere Art. Und ich denke, diese Webinarform, die wir jetzt auch für Trainer zur Verfügung stellen, wird aus meiner Sicht auch in Zukunft ein Teil unserer Lernstruktur bleiben. Vielleicht eine ganz einfache und doch schwierige zu beantwortende Frage an Leo. Wie viel Ausbildung jetzt auf hohem Niveau ist mental, theoretisch und wie viel ist praktische Arbeit? Kannst du da etwas sagen? Ich glaube, ja, ab einem gewissen Niveau, sprich, ich sage jetzt höchste Juniorenstufe, Übertritt Nazi B, Nazi A auch oder international, sind die Fortschritte natürlich kleiner. Aber wie du auf dieser Folie siehst, also ein Lifelong Learning, ich glaube, das ist das Denken, das man haben muss, dass man nie perfekt ist und sich immer verbessern kann und immer etwas dazulernen kann. Wie man es macht, das ist jedem selbst überlassen. Also ich glaube, es sind beide Arten von Training nötig, um es dann auch umzusetzen.
Ja, jetzt an beide, ich provoziere. Wart ihr schon mal vom Eis und sagt, das war mein perfektes Spiel? Oder immer etwas zu kritisieren an euch selbst? Ihr wart beide zwischen den Pfosten in doch wichtigen und wichtigsten Spielen. Ja, ich hatte es noch nicht. Aber, du hast es noch nicht, das perfekte aber, Spiel. Ja, es gibt immer kleine Sachen, die vielleicht einem Zuschauer nicht gerade auffallen, aber es sind Kleinigkeiten, ja, die noch nicht perfekt sind, die nicht immer aufgehen, aber nicht unbedingt auch bestraft werden mit einem Gegentor. Aber ich glaube, der Wille ist immer noch vorhanden, dieses perfekte Spiel auch anzustreben. Ja, und ich denke auch, dass vielleicht noch, wenn man sich gut fühlt, also das gute Gefühl und es gibt Abende, da bekommt man Schüsse und man hält einfach jeder und dann nach dem Spiel macht man das Debriefing und eigentlich das Gefühl war eigentlich perfekt, aber wenn man dann im Video das analysiert, kann man immer wieder etwas lernen und das sagt Leo eigentlich sehr gut, ja. Wunderbar, das nehmen wir auch mit für unsere Spieler, nie zufrieden zu sein. Man findet immer etwas, auch auf höchstem Niveau, wenn ich da dich höre, Leo. Ja, wenn ich ein bisschen den Puck zurückspiele, dann zu den Spezialisten, der Mann hinter Gitter, das ist ja grundsätzlich das Thema. Und ich gebe das Wort jetzt an Thomas im Zusammenhang mit Leos Karriere, da ein bisschen Hintergrundinformationen auch den Zuhörern zu geben. Ja, danke Markus für das ausführliche Intro. Es freut mich sehr, Leo, natürlich. Noch einmal, schön bist du da und dass wir mit dir zusammen über das Thema der Weg an die Spitze, the way to the top, diskutieren können. Als Einstieg, next, Marco, möchte ich euch die Erfolge von Leo eigentlich anhand von einem Eisbergmodell. Es passt super zu unserem Ausnahmekönner, der Schweizer Torhüter, zeigen. Ja, du kannst. Er wurde dreimal Schweizer Meister mit dem HC Davos, dann zweimal Schweizer Meister mit dem SCB, dann hat er zweimal den Spengler Cup gewonnen, dann wurde er viermal zum besten Torhüter ausgezeichnet, die schon. Jacques Blanc Trophy, dann wurde er sogar einmal zum MVP. Er hatte einen riesen Anteil an der Silbermedaille 2018 mit der Schweizer Nazi. Dann hat er eine Familie mit drei noch kleinen Kindern und er hat einen Master abgeschlossen in der Ökonomie. Und eigentlich alles, was er macht, wenn man das so sieht, das wissen vielleicht auch sehr viele, er ist einfach unglaublich erfolgreich. Und Leo, jetzt so eine Frage an dich. Was ist das Rezept, dass man so erfolgreich ist? Oder was strebt dich so nach Erfolg zu sein? Ich meine, das ist wahnsinnig. Es gibt viele gute Torhüter, die haben schon viel erreicht, aber du hast noch ein Masterstudium und bist immer noch weiter am Studieren. Ja. Es hört sich an, als ob ich am Ende bin, aber es ist noch nicht, es ist noch nicht so weit. Nein, ich glaube, es ist, ich sage mal, meine Karriere ist sehr gut verlaufen bisher. Ich durfte auch mit sehr guten Mannschaften oder Teamkollegen auch spielen und wir waren sehr erfolgreich. Was ist das Rezept? Ich glaube, das Rezept ist Ehrlichkeit, würde ich sagen. Kritikfähigkeit und vor allem einfach den Biss zu haben und das richtige Zeitmanagement. Also ich meine, wenn du jetzt diesen Eisberg zeigst, oder, dann das sind die sichtbaren Sachen. Genau. Ja. Aber es gibt dann vielleicht noch andere, also die Arbeit, die dazu führt, das ist ein viel größerer Teil. Und es ist schon so, dass es eine Frage des Zeitmanagements ist, dass es vor allem mit der Familie und dem Studium muss ich auch meiner Frau danken, die mir hier den Rücken frei hält und ich mich wirklich auf das optimal vorbereiten kann, auf das, was ansteht. Und für mich war es immer, ich habe mir selber Ziele gesetzt und
bin natürlich glücklich, wenn ich sie erreichen kann. Es geht nicht immer auf. Man sieht, ich habe schon mehr als 5 Saisons auf der Nationalliga gespielt. Also ich habe auch schon einige Playoffs, bin auch schon ausgeschieden aus den Playoffs. Aber es ist schon so, dass man mit ehrlicher, harter Arbeit dann doch sehr weit kommen kann. Gut, gehen wir weiter. Markus, noch eins. Ja. Jetzt hier, was eben die Leute nicht sehen, Leonardo hat es angesprochen, ist der untere Teil des Eisberges, nämlich die tägliche harte und konstante Arbeit. Erfolg verlangt harte Arbeit. Gehen wir weiter. Erwartungen zu einem Torhüter wie Leonardo, er hat sehr große Erwartungen in sich, muss auch den Erwartungen des Clubs gerecht werden. Die haben auch große Erwartungen. Die Schweizer Nationalmannschaft hat Erwartungen in Leonardo. Dann natürlich seine Familie, das ganze Umfeld. Hast du nie Probleme gehabt, mit diesem Druck umzugehen? Nein, eigentlich nicht. Und zwar auch, weil ich dort ehrlich zu mir selbst bin. Also ich weiß, was ich von mir selbst erwarten kann. Klar setze ich mir hohe Ziele und strebe nach dieser Perfektion, aber ich gebe jedes Mal mein Bestes. Und wenn ich scheitere, dann kann ich wenigstens sagen, dass ich das Beste gemacht habe und lerne dann auch aus den Fehlern, die ich dann gemacht habe und versuche es das nächste Mal besser zu machen. Genau, das Sprichwort, was du jetzt angesagt hast, Arbeitseinstellung, sicher sehr hervorragend, dann immer fokussiert sein, in jedem Spiel, in jedem Tag, sonst kann man das gar nicht so prestieren. Geht es weiter? Markus, Zielsetzung, etwas, was du angesprochen hast, auf der Mikro-, Meso- oder Makroebene oder anders gesagt, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Leo, wie setzt du dir die Ziele? Machst du das Anfang Saison oder machst du auch täglich Ziele, dass du dich immer so pushen kannst? Ja, es ist in der Tat so, dass man langfristige Ziele setzt, auch sei es in einem im physischen Bereich auch, man doch längerfristig planen kann oder auch über eine Saison, wenn man es herunterbricht, was man dort erreichen möchte. Zum Beispiel mit Simon Pfister, meinem Goalie-Trainer da beim EV Zug, wie er auf dem Bild zu sehen ist, haben wir auch saisonale Ziele vereinbart, verlieren aber dadurch nicht das Tagesgeschäft, sprich die Trainings verlieren wir nicht aus den Augen und versuchen Wochenziele, Monatsziele zu setzen, die dann erreicht werden oder versucht werden, ebenso wie der Fokus auf bestimmte Situationen. Setzen wir wochenweise teilweise und arbeiten dann in den Goalie-Trainings vor allem an diesen Sachen. Also man muss schon aufpassen, dass man sich nicht vor lauter Zielen plötzlich vom Weg abbringen lässt und auch das tägliche Arbeiten nicht vernachlässigt. Genau, ein weiterer Punkt ist das Zeitmanagement, das hast du erwähnt. Das braucht man auch, wenn man so viel studiert, Familie hat und immer so erfolgreich Hockey spielt. Dann die Einsatzbereitschaft. Next, Markus. Das ist basiert auf Einstellung, Interesse und Bedürfnis sowie die volitiven Voraussetzungen, eben diesen Biss, den du angesprochen hast. Ein weiterer ist gute Gewohnheiten. Da würde mich jetzt noch interessieren, hast du irgend spezielle Gewohnheiten, die du in deinem Alltag hast? Das kann sein aus dem Training oder vielleicht Gesundheitsroutine oder im mentalen Bereich. Was hast du spezielle Sachen, die du jetzt da vielleicht einem Jungen weitergeben kannst? Ja, ich dusche nach jedem Training. Sehr, ja. Nein, klar, ja, ich glaube, es sind kleine Sachen. Ich glaube, vor jedem Spiel, oder haben wir jetzt begonnen, wir zusammen als Torhüter uns aufzuwärmen. Das ist etwas, das, ich glaube, das den Teamspirit auch stärkt und dich auch bereit macht und es auch dort eine kleine Challenge hineinzubringen, um dann doch das Niveau
das Niveau hochzuhalten. Gerade mit Luca Hollenstein zusammen oder auch mit Simon Pfister haben wir eine Challenge, die wir täglich durchführen, wer die Trainings gewinnt. Und daher pushen wir uns auch so. Also ich glaube, es sind die kleinen Sachen, die dann den Unterschied auch ausmachen. Gehen wir weiter. Die Entschlossenheit, dann wie ein Adler, die Hartnäckigkeit, du verfolgst deine Ziele mit ganz bestimmten Absichten, energisch, ohne zu zögern. Du bist nicht einfach zufriedenzustellen, habe ich gehört. Was heißt das genau aus Sicht? Also jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Goalie-Coach beispielsweise. Hast du jeden Tag spezielle Ziele, die du erreichen möchtest, wo natürlich der Goalie-Coach dich pusht? Ja, es ist schwierig. Nein, also ich glaube auch ich sehe halt, wie du vorhin gesagt hast, mit den neuen Möglichkeiten, sprich Videoanalyse und dann noch mit verschiedenen Kamerapositionen, also auch oberhalb des Tors oder von Hintertorkamera, dann sieht man natürlich auch die kleinsten Fehler, die man macht. Und obwohl man dann auch mit einem guten Gefühl aus dem Spiel herausgekommen ist, also dann, ich merke selbst auch, wo es noch spatzig hat, also wo es noch Platz hat für Verbesserungen, die dringend nötig sind auch, um die entscheidenden Wochen oder Tage in einem Turnier, wenn man jetzt das Foto ansieht in einer WM, da bleibt einem nicht viel Zeit und man erwartet von sich selbst eigentlich schon perfekt zu sein, aber ich arbeite halt gerne hart und würde gerne fehlerlos sein und dann werde ich dann schon zufrieden, doch. Ja gut, gehen wir weiter. Kampf gegen Widerstände, du liebst das, das hast du sehr gern. Ein Torhüter wie du kann auch mit Enttäuschungen und Niederlagen natürlich gut umgehen. Dann weiter, Markus. Weiter. Gesundheit gehört natürlich auch dazu, zu einer solchen Karriere. Du warst immer mehr oder weniger gesund geblieben bis jetzt und verletzungsfrei natürlich, das gehört auch dazu. Dann Entscheidungen treffen. Als Torhüter muss man im Spiel oder im Training sehr schnell Entscheidungen treffen und natürlich auch daneben. Und zu diesem Thema möchten wir jetzt weitergehen. Markus, weiter, genau. Auf dem Karrierenweg eines Top-Torhüters gibt es verschiedene Übergänge. Dieses Modell hier von Willemann zeigt diese 5 Ebenen. Es ist sportartübergreifend natürlich. Ihr seht oben das Alter und die 4 Karrierenübergänge. Markus, du kannst schnell. Ja, genau, dort, ihr seht das, 12, 13, dann ein Übergang zwischen 15 und 17, 20 und dann am Ende irgendeinmal in der Karriere. Ich möchte ganz kurz drauf gehen auf diese 5 Ebenen. Ihr seht, die erste ist der athletisch. Irgendeinmal beginnt man mit der Sportart. Dann kommt die Entwicklung zu intensivem Übergang. Und dann zum Markus noch ein bisschen vorne. Psychologisch sind wir noch. Ja, genau. Psychologisch, dort ist die Kindheit natürlich. Dann kommt die Adoleszenz, also die Pubertät und dann zum früheren Erwachsenenalter. Dann psychosozial, wo weiter, Markus, wo man sieht, die Bezugspersonen, die sehr wichtig sind in einer Karriere, am Anfang vielleicht noch die Eltern, die Geschwister. Dann irgendeinmal kommen auch Trainer dazu, Bezugscoaches. In einem späteren Teil zwischen 20 und 30 eben Familie kommt dazu. Und das muss man, ja, diese Ebenen alle unter einen Hut bringen. Dann weiter ist der schulische, der 4. Teil. Wir haben es gehört, Leonardo macht noch immer weiter Studiums und ist weiter dran. Das gehört eben auch dazu, zu einer Karriere. Und am Schluss der finanzielle Teil. Ich sage jetzt dort im Eishockey, die es mal nach oben geschafft haben, haben vielleicht dort jetzt, müssen nicht noch Sponsoren suchen, die können sicher gut leben in diesem Sinn und haben dort irgendwie ein Problem weniger, sage ich jetzt mal, wo man noch Sponsoren suchen sollte. Ja, Leo, mich würde jetzt noch interessieren, welche Übergänge haben dich geprägt, so jetzt bis zum 18. Lebensjahr?
in dieser Zeit? Ich muss sagen, es deckt sich eigentlich mit meiner Karriere, weil vor allem dieser Wechsel im Alter von 12, 13, 14 Jahren, das war die Zeit, in welcher diese Lions-Pyramide zu greifen begann. Also es ist, vielleicht muss ich ausholen, das sind Clubs, die sich zusammengelegt haben, GC, Küsnacht, Zürich, Dübendorf, die dann ein Elite-Team, also ein Top-Team pro Stufe zusammengestellt haben. Und es war etwa diese Zeit, in welchem sich, ich sage mal, das Eishockey professionalisiert hat oder auch schweizweit sich gemessen hat mit anderen Mannschaften. Und dann kam eigentlich der nächste Schritt mit 16 Jahren, den Einstieg in die Nazi B, in das Farmteam vom ZSC bei den GCK Lions. Und dann mit 20 Jahren mein Wechsel zu Davos. Von dem her sind wirklich diese Augenblicke, die mich dann auch geprägt haben. Ich hoffe jetzt, dass die Beendigung noch eine genau. Jahre genau. nach hinten korrigiert wird. Aber ich glaube genau. Auch, es deckt sich sehr mit meinen Sachen. Und ich muss auch sagen, dass ich eine psychosozial eine sehr große oder wichtige auch Verbindung zu meinem Torhütertrainer hatte oder habe. Und sie mich eigentlich täglich auch begleiten und mich auch besser machen. Genau, zu diesem Stichwort kommen wir. Ich habe mich erlaubt, zwei deiner Förderer persönlich zu fragen. Und einer hier ist Markus Peter. Und ja, er hat dich erlebt inzwischen, ich sage Novice Elite bis zur Nazi B. Ja, hören wir doch mal zu, was Leonardo schon für Fähigkeiten hatte. Ich habe uns bei der Lions 6 Jahre lang dürfen begleiten. Von der Novice bis hoch in die Nazi B. In dieser Zeit konnte ich ihn auch 3 Jahre lang betreuen, die Junioren-Nazi, von der U16 bis zu der U18. Der Leo hat ein sehr gutes Spielverständnis. Egal, was wir gespielt haben, Schulterkant, Uni-Hockey, Basketball gespielt, er hat immer die freien Räume gesehen. Er hat auch immer gewusst, wann muss ich abspielen und ist somit auch immer richtig gestanden. Der Leo ist sehr koordinativ. Markus, jetzt hat es gestockt. Ja, jetzt schwierig. Was ihm geholfen hat, die technischen Aspekte ja. Goalie-Spielen sehr schnell zu erlernen. Bis ins Alter von 18 Jahren war er nicht unbedingt der grosse Krampfer. Er hat vor allem von seinen guten Fähigkeiten gelebt. Aber mit dem Erwachsenenhockey hat er angefangen, professionell anfangen zu denken. Und vor allem auch zu arbeiten. Der Leo ist sehr eine ausgeglichene Person. Ihm bringt nicht so schnell etwas aus der Ruhe. In seiner Art ist er ein stiller Leader. Doch wenn er etwas gesagt hat, hat es immer Hand und Fuß gehabt. Zusammengefasst. Mit seiner Freude am Spiel, seinem guten Hockey-Sense und seinem guten Lerntempo und hat darüber hervorragende Fähigkeiten verfügt. Mit seinem erarbeiteten Einstellung zum professionellen Schaffen ist er heute nicht nur national, sondern auch international einer der besten Goalie. Leo, es bereitet mir immer noch grosse Freude, dir beim Spielen zuzuschauen. Danke. Ja, ich glaube, schöne Worte. Es geht gerade weiter. Dein Übergang nach Davos. Ich habe auch Marcel gefragt, natürlich, ob er etwas macht für dich und wie er dich erlebt hat, dann der Übergang. Vielleicht kannst du dann nachtragend noch etwas sagen. Ja. Gut, gehen wir weiter mit Marcel. Ja, der Leonardo und ich haben den Zeitreis vom Besonderen durchgemacht. Am Leonardo seine Fähigkeiten. Als er nach Davos kam, ist spürbar das Talent. Besonders hat mir seine ruhige Ausstrahlung imponiert und sein Gesicht war ganz speziell. Er hatte so eine Art Goalie-Face. Er ist schon in der. Probieren wir nochmal da. Mir ist mal aufgefallen, wo ich den Leonardo sehr schmal in den Radar genommen habe. Man hat es sofort gemerkt.
dass er eine solide Grundschule durchgemacht hat und viele weniger sehr kontrolliertes Glück hat. Er hat das Erwachsenenwerden als Ganzes, ob Sport oder Berufsausbildung, aber auch privat persönlich zu 100% bewusst gelebt. Er hat seine Zeitreise, die Etappen, so ausprägt genutzt, dass immer wieder neue Ziele gesetzt müssen werden. Arbeit und Änderungsbereitschaft und Entwicklung gehören zu seinem Credo. So hat man an der Technik auf seinen Körper immer wieder Neues können drauf produzieren. Immer im Respekt vor der Macht, nicht alles beeinflussen zu können, aber im Vertrauen auf seine Stärken von einer emotionalen Sicherheit und größter Ehrlichkeit. Die Erfolge, die Momente, Augenblicke sind genutzt worden zum Lernen. Wir haben weiter ausgebaut und haben nie abreißen lassen. Der Unterschied ist die Life-Balance zum Leben mit Arbeit in täglicher Leidenschaft und Freude, um ein grosser Eishockey-Goli zu werden. Es ist der Mut und die Geduld im Training mit Offenheit zur Perfektion und Neuem. Die Bereitschaft zur Optimierung vom endlosen Lernpotenzial. Es ist auch das Wachsein, das totale Tun, wozu man fähig ist. Die Dynamik und die gelebte Faszination dem Körper zurückzuführen. Aber auch der Respekt vor einer grossen Aufgabe. Die Emotionen im Training, die wahre, klare Reflexion in den Spielen. Ich kann nur sagen, lass angehen. Bleib positiv und schenk jeden Tag die nötige Energie, dann erreichst du deine Träume. Schau dir in die Augen und fokussiere dein Tun auf Erfolg und bleib immer erreichbar. Ja, Marcel, cool. Ja, Leo, was sagst du da dazu? Zwei Förderer von dir? Ja, was soll ich sagen? Ich bin ja sprachlos ein bisschen, ja. Ich muss sagen, also ja, wie gesagt, sie haben immer an mich geglaubt. Mhm. Ich muss vielleicht anfangen mit Mietz, also Markus Peter, er war mein erster richtiger Goalie-Coach bei diesen Lions Nachwuchs und ja, dann da war es noch ein wenig schwieriger. Dann gab es keine Videoaufzeichnungen oder irgendetwas. Also er hat extrem viel Arbeit auch in mich und auch Reto Berra hineingesteckt und uns auch sehr gefördert. Und dann kam der Wechsel nach Davos und ich wusste da schon, das ist meine große Chance, die ich unbedingt packen wollte. Und bin dort auf Marcel getroffen, der natürlich eine sehr, sehr wichtige Person ist auch für mich. Er eigentlich hauptverantwortlich ist für so, wie ich bin als Sportler einerseits, aber auch privat hat er mich sehr viele Sachen gelehrt und einen riesengroßen Dank und natürlich sehr, sehr schön, solche Worte auch von Ihnen zu hören, ja. Super, ja. Ja, gehen wir weiter. Ich möchte mit dir noch ein bisschen über Markus, ja, über die Unterschiede zwischen ja, gut und top im Goaltending diskutieren. Gehen wir weiter, Markus. Moment. Wir beginnen schon früh mit jungen Torhüterathletinnen und Athleten. Die werden früh anhand dieser SP-Elementen von Skating, ihr könnt es lesen, Skill, Hockey Sense, wie man sich im Team verhält, Persönlichkeit, mentale Stärke und die Füße, werden die ausgebildet. Dann gehst du weiter, Markus. Irgendeinmal werden sie natürlich auch anhand dieses Kriterienkatalogs, die ich euch genannt habe, bewertet und selektioniert. Und ja, irgendeinmal sieht man dann auch die Unterschiede zwischen gut und top. Und gehen wir weiter, Markus.
die Fähigkeiten eines Top-Torhüters. Wir sehen jetzt hier Persönlichkeit, mentale Stärke und Konstanz. Wenn ich da kurz schnell etwas noch ergänzen kann, Persönlichkeit, Leo, was würdest du jetzt da vielleicht noch anstreichen, wo du speziell herausheben möchtest, wo du dich vielleicht ja, abhebst von anderen? Ja, ohne natürlich den anderen auch nahe zu treten. Ich glaube, es ist die Körpersprache. Also eine gute Ausstrahlung, wie du es auch geschrieben hast, aber es ist vor allem die Ausstrahlung gegenüber dem eigenen Team auch, also den Mitspielern, die wissen, dass sie dir vertrauen können, oder gegenüber einem Gegenspieler, der weiß, dass es dann sehr, sehr schwierig wird, dich auch zu bezwingen. Also ich glaube, diese Ausstrahlung, eine in meinem Fall jetzt eine Kombination aus Ruhe und Sicherheit, vielleicht Selbstbewusstsein auch, diese auszustrahlen ist doch sehr, sehr, es muss wie gegeben sein. Also es ist eine gewisse Selbstverständlichkeit, aber auch das habe ich gelernt, auch sicherlich durch Erfahrung auch ein bisschen weit mitbekommen, aber es war dann doch, ja, es braucht sehr, sehr viel, um das auch zu erreichen. Ja, vielen Dank, wenn ich da auch ein bisschen reinspringen kann, da sind wir an den gerundeten Präferenzen eines Goaltenders. Ich möchte alle einladen, nochmal, wenn Sie Fragen haben, stellt sie über Question Answer. Ich nehme sie auf und gebe sie gerne an die beiden Herren weiter. Also jederzeit möglich, sich da einzuklinken in unser Gespräch. Sonst hätte ich eine Frage. Gerade mit der Körpersprache finde ich wahnsinnig spannend. Du hast ein faules Ei bekommen, du weißt, das ist dein Fehler. Machst du etwas Bewusstes? Das wissen ja eigentlich du und die Spieler auch. Oh, schade. Geht da etwas Spezielles ab? Oder kann man das in Routine machen? Oder ist das einfach Intuition des Momentes? Also, ja, was heißt ein faules Ei? Also, ich glaube, es gibt keine guten und schlechten Gegentore. Okay. Mein Gegentor ist ein Gegentor. Und ich, ja, oder Marcel hat, wir haben sehr viel darüber gesprochen, auch über Bewältigung eines negativen Erlebnisses in Form eines Gegentores. Und ich glaube, man muss dann schon wissen, dass wenn man etwas getan hat und es ein Gegentor gibt, rückgängig kann man es nicht mehr machen. Genauso wie mit einer super guten Parade. Also es nützt ja auch nichts, wenn der nächste Schuss dann drin ist. Also da musst du als Torhüter dann halt auch das Selbstbewusstsein haben, um gerade wieder aufzustehen. Ja, danke. Es ist eine Frage reingekommen, vielleicht zuerst Thomas. Was für Eigenschaften braucht denn ein Goalie-Coach? Ja, das ist eine gute Frage von der anderen Seite. Sprich, möchte vor allem wissen, im Alter von 15 Jahren, dort ist ja die Trennung, geht es in den Leistungssport? Zuerst Thomas, vielleicht kann Leo ergänzen. Ja, ich glaube, dort ist es sicher auch wichtig, dass man ihnen aufzeigt, vielleicht anhand eines Top-Goalie wie Leo, wie er eben, wenn wir jetzt auf der technischen Basis sind, wie sie das machen. Man zeigt es ihnen, man spricht sicher über Persönlichkeit, über mentale Stärke, was das ist. Und wichtig ist sicher auch, dass man sehr überzeugt und auch das vielleicht selber erlebt hat, dass man ihnen das auch so weitergeben kann. Und das sicher eine andere Eigenschaft ist, sicher auch auf die Person zugehen und auch auf die Probleme, die sie haben und sie probieren, so auf den guten Weg zu bringen. Ja gut, es ist vielleicht spannend. Ich schaue ein bisschen auch auf die Zeit, aber wir sind nochmal bei der Körpersprache. Eine Frage noch zu Leo. Ist die Körpersprache, die du ausdrückst, immer dein Innerstes?
Oder die Frage geht ein bisschen, kannst du da dich gegen außen motivieren, weil es jetzt unbedingt wichtig ist, dass das deine Mitspieler oder sogar der Gegner merkt? Das war die Frage. Strahlst du, was du lebst innerlich, oder versuchst du das manchmal auch zu übertrumpfen, sage ich mal, in einem schwierigen Moment? Nein, also ich bin ein schlechter Schauspieler, wenn du das meinst. Nein, ich glaube, ich bin auch motiviert, und wenn ich spielen darf, dann ist das auch das, ich sage jetzt mal, das Highlight des Tages. Und von dem her bin ich dann auch sehr motiviert, und ich strahle eigentlich immer das aus. Also ich bin eigentlich ehrlich genug, um auch zu zeigen, dass ich wirklich bereit bin, ohne etwas vorzuspielen. Mhm. Vielen Dank. Ja, wenn wir vielleicht dort einen Schritt weitergehen, das sind weitere Fähigkeiten. Danke, Thomas, für die Slides, die Zusammenfassung. Ich hake natürlich dort ein, Leon, Größe und Gewicht. Ja, du genügst nicht. Was wäre deine Antwort darauf? Also ja. Kann man kompensieren, oder ist das wirklich das Maß der Dinge, für Spitze zu sein? Größe? Es ist noch interessant, es gab ja ein Bild mit einem älteren Torhüter hier drin, noch mit den Lederschonern. Und ich muss auch sagen, also das Eishockey hat sich, ich würde mal sagen, in den letzten 10, 15 Jahren enorm entwickelt. Und wir Torhüter sind immer, ich sage immer, ein, zwei Jahre hinken wir hinterher und versuchen eigentlich diese Entwicklungen, die Spieler durchmachen, sei es mit skillsmäßige, besser Puck-Führung, mit härteren Schüssen, genaueren Schüssen, versucht der Torhüter dann das zu adaptieren und sich selbst auch so zu verbessern, dass er trotzdem erfolgreich sein kann. Mit der Größe und dem Gewicht, ich glaube, es gibt so eine, ja, das sind wahrscheinlich internationale Durchschnitte, aber schlussendlich zählt es einfach, den Puck zu halten, egal wie. Er darf nicht ins Tor. Ja, ganz genau. Ich meine, ich muss vielleicht hier noch schnell sagen, das mit des 1,85, ich habe das wirklich auch ein bisschen anhand der Durchschnitts, zum Beispiel auch mit Torhütern in der NHL oder auch international, die werden immer größer. Aber wie Leo sagt, ich meine, er ist das beste Beispiel dafür, dass eben ein internationaler Top-Torhüter unter 1,85 gegen Topspieler locker mitspielen kann. Ja, vielleicht, wenn wir da weitergehen, auch zum Spezialtraining, vielleicht meine Grundsatzfrage einleitend. Wie gehen wir damit um in Nachwuchsmannschaften? Es ist nicht immer, es sind zwei, drei Spezialisten-Coaches auch mit dabei. Wie differenziert sich die Anforderungen vom Goalie gegenüber dem Spieler? Gibt es da etwas, das wir den Trainern mitgeben könnten? Ja, also, ich glaube, ich habe das Gefühl, das Spezialtraining für die Torhüter ist schon einfach, ist individueller. Also auch im Feldspielertraining gibt es ja auch langsam immer mehr Skill-Coaches, und der Torhüter-Coach ist ja wie ein Skill-Coach, und das Spezialtraining, da wird immer, man sieht, das sind so viele Praktiker da draußen, und die probieren herauszufinden. Ich denke an Marcel, einmal hat er begonnen, Marcel Kuhl, mit Uhren zu schaffen, hat einen Körper gehängt, und ja, jetzt kommen immer neue Sachen wieder dazu, und man will verbissen die Perfektion finden, und ich glaube, das kann Leo vielleicht noch bestätigen, er hat das in Davos auch, die Special Trainings jetzt mit Simon Pfister, und ein Beispiel haben wir da ausgesucht. Leo hat zum Beispiel gesagt in einem Video, das habe ich dann herausgenommen, sein wichtigstes Körperteil sind die Augen, und vielleicht kannst du das noch ein bisschen ergänzen, Leo. Ja, es ist in der Tat so, also wenn man jetzt dieses Video anschaut, es ist nur eine kurze Sequenz, aber man muss schon wissen, dass der Torhüter nur diese Schüsse bewusst abwehren kann, welche er auch sieht.
und er anlesen kann, und weil sonst ist das eine zufällige Abwehr, und ja, der Zufall meint es nicht immer gut mit den Torhütern, sagen wir so. Es ist so, dass das, ja, die Möglichkeit, so lange wie möglich dem Puck zu folgen, muss gegeben sein, um einen solchen auch abzuwehren. Daher sind die Bewegungen des Kopfes, um die Augen zu entlasten, wenn es ein bisschen schnell geht, auch sehr, sehr wichtig. Also ich muss immer wissen, wo das der Puck ist, sonst kann ich ihn nicht abwehren. Mhm. Und Marcel hatte mal gesagt, oder zu mir gesagt, ein Goalie ist ein Mensch des Augenblickes. Und das ist doch ein Satz, der mich sehr, sehr geprägt hat, weil er ist brutal ehrlich so. Also man kann super gut sein, und einen Augenblick später ist man, ja, hat man ein faules Ei gekriegt und, oder ein Spiel sogar verloren. Und daher sind die Augen mit Abstand das Wichtigste, um einen Puck abzuwehren. Das Video hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber vielleicht nur für die anderen da draußen. Ist eigentlich eine ganz einfache Übung. Es kommen Schüsse auf Fanghand oder Stockhand, und der Torhüter muss den Puck eigentlich nur immer beobachten, also Tracking, sagt man ja dem. Und machst du noch etwas Spezielles, Leo, jetzt da dabei? Denkst du noch etwas dabei Spezielles, oder wenn du das noch ein bisschen ausführen kannst? Ja, jein. Also es ist eine sehr, sehr einfache Übung, weil natürlich der Spieler den Puck auf die Fanghandseite schießen sollte. Das weiß ich natürlich im Vorhinein, aber es geht wirklich darum, die Augen zu aktivieren. Also es ist eigentlich die erste Übung, welche ich mache, bevor ich, wenn ich aufs Eis komme, und aktiviere so eigentlich meine Augen, um diese Fähigkeit zu haben, den Puck auch über die ganze Distanz zu folgen und ihn so auch abzuwehren. Und ich sage nicht nur abzuwehren, sondern auch bewusst abzuwehren. Also sei es mit einem Catch in der Fanghand oder auch mit einer Stockhandabwehr, die dann auch zur richtigen Seite an den richtigen Ort geht. Also auch eine bewusste Abwehr, und ich mich so eigentlich auch vorbereiten kann für das Training, für das Spiel am Abend oder was auch immer. Genau. Ja, ja, vielen Dank, euch zuzuhören. Ich hätte noch Zeit, aber wir sind langsam am Abrunden. Und wenn ich vielleicht Thomas das Wort gebe zum Zusammenfassen, was nimmst du mit oder was könnten wir ergänzend nochmal fokussieren oder unterstreichen aus dieser Stunde für dich? Ja, ich glaube, wir haben sehr viele interessante Worte auch gehört von Mietz und natürlich Leo auch und Marcel. Wenn ich denke an Life Balance zum Leben mit täglicher Arbeit, eben diese Leidenschaft entwickeln, Freude, ein großer Goalie zu werden, dann mutig entschlossen im Training sein. Offen ist etwas Wichtiges als junger Torhüter, wenn verschiedene Torhüter einem etwas sagen, dass man eben zuhört und dass vielleicht das, was man brauchen kann, bis zur Perfektion lernen möchte, oder dann eben der Wille bis zum endlosen Lernpotenzial. Und ich denke, auch Reto Beura hat das einmal immer gesagt bei uns in einem Webinar, Fähigkeiten immer wieder aufzustehen und konsequent in schwierigen Zeiten weiterzumachen. Immer das ist diese Resilienz zu haben. Dann mentale Stärke, den Gedankengang auch in den Wettkämpfen umsetzen können. Ein Top-Torhüter haben wir auch gehört heute, Spitzenleistungen mit Abrufgenauigkeit. Das, was Leo sehr gut macht, in entscheidenden Spielen ist er fast unschlagbar. Was wichtig ist, natürlich auch die technischen Fähigkeiten. Hockey-Sense haben wir von Mietz gehört. Leo war schon früher, hat ein sehr gutes Hockey-Verstehen, Spielverständnis gehabt. Und zu einem Top-Torhüter gehört natürlich auch Erfahrung. Und ja, dass dieses ja, Umwelt-Take-Home-Message entspricht ein bisschen Leo Cenoni. Ja, vielen Dank.
wenn ich auch einen Versuch machen möchte oder darf, hier abzurunden, einerseits, oh, jetzt fällt mir eine Folie, schade. Ich habe vieles gelernt von den Torhütern, wenn man, ich bin jetzt diesen Satz will ich noch loswerden, als Spieler sagt man immer, ja, die Goalies, die sind ja speziell. Ich würde sagen, ja, sie sind speziell, aber ich habe viel mehr Respekt noch dazu gewonnen mit eurer Akribie, mit eurem Biss, als eigentlich Einzelkämpfer und doch in einem Team. Kannst du vielleicht da noch etwas dazu sagen, Einzelkämpfer, Team? Was bedeutet das für dich in der Mannschaft und trotzdem bist du zwischen den Pfosten in einer speziellen Situation? Ja, man ist in einer speziellen Situation, also auf alle Fälle, aber man ist Teil einer Mannschaft und ich glaube, logischerweise hat man eine unterschiedliche Ausrüstung an, aber ich glaube, vor allem diese Skills, ich glaube, diese muss man nicht vergessen, die sind erlernbar. Und daher muss halt der Torhüter sich anders bewegen als ein Feldspieler. Und da unterscheidet er sich und ist ein wenig ein Einzelkämpfer. Aber ich glaube, er ist immer noch ein Teil der Mannschaft, die nur so auch erfolgreich sein kann. Gut, vielen Dank. Die Zeit ist vorangeschritten. Letzte Chance für eine Frage von den Teilnehmern. Ich schaue noch aufs Board Question Answer, sonst würde ich versuchen abzurunden mit ein paar Infos. Einerseits, wo findet ihr Unterlagen mehr zu Goalies und diesem Scouting SP-Datei bis zu Swiss Made Hockey? Da habt ihr die Webseite von Development Youth Sport. Andererseits kann ich euch mitteilen, dass die Filme, die immer ein bisschen unter dem Druck des Streamings leiden, hier doch zur Verfügung gestellt werden mit der Präsentation. Also ihr bekommt alles live. Sonst, wenn es interessiert hat, vielen Dank fürs Interesse grundsätzlich. Hier werden wir Workshops in Ausschreibungen für Trainer wieder notieren oder auch neue Webinars. Wer Lust hat, klickt euch da rein. Nun vielleicht zum Schluss, ganz zum Schluss. Ich nehme nochmal Lea auf den Schirm, weil es ist mir eine große, große Ehre, dich hier zu haben und ich kann nicht genügend Dankeschön sagen, dass du dich für die Coaches einsetzt und natürlich auch für unsere Nachwuchs-Goalie. Bist du auch dabei manchmal auf dem Eis? Schießt du junge Torhüter, wie sie arbeiten oder wie sie im Tor stehen ab und zu? Ja, ich selten, muss ehrlich sagen, selten und jetzt vor allem mit diesen vielen Spielen fehlt mir ein wenig die Zeit, um dort noch etwas ja, zu entwickeln. Aber ich sehe auch, mein Sohn spielt ebenfalls Eishockey und sehe auch dort die Begeisterung der Trainer auch. Und die ist dringend vonnöten, auch um Torhüter auch auszubilden. Also ich glaube, die Trainer nehmen hier eine sehr, sehr wichtige Position ein. Ich meine, man hat es bei mir gesehen, was es für wichtige Personen in meinem Leben sind, nicht nur was es das Eishockey betrifft, sondern auch privat. Und ich glaube, das darf nicht unterschätzt werden bei all den Sachen. Vor allem als Torhütertrainer ist man Seelsorger und Freund und Coach und alles in einem. Also ich glaube, Ihnen kommt da eine sehr, sehr große Rolle zu. Ja, das ist, es gibt kein besseres Schlusswort. Einerseits den Inhalt, sehr spannend, andererseits das Votum an die Trainer. Ich fasse es mit Trust zusammen, dieses Vertrauen in sich selbst, aber auch Vertrauen geben an den Torhüter oder an unsere jungen Nachwuchsspieler. Das ist natürlich eine tolle Sache und umso wichtig natürlich in einer schwierigen Zeit. Ich danke allen fürs Mitmachen.
Leo vor allem, und ich habe dich gehört, die Trainer sind wichtig, also meld dich unbedingt, wenn du die Karriere abschließt. Ich denke, wir hätten Jobs als Goalie-Trainer. Das nur vorneweg. Sonst Thomas Bäumle, vielen Dank für die Aufbereitung und die Gestaltung und Organisation. Nicht zuletzt allen herzlichen Dank den Helfern wie Mietz und wen habe ich noch? Marcel Kuhl. Marcel Kuhl. Fister, genau. Vielen herzlichen Dank. Wunderbar. Dankeschön fürs Interesse an allen und hoffentlich und vielleicht auf ein andermal. Danke, Leo. Danke, Thomas. Danke, Leo. Danke.